herzlich willkommen. Also, das heutige Thema ist Automatisierung in der Cloud, möglichst mit offener Software. Ganz kurz die Agenda. Ich möchte hier zwei, drei Worte über uns verlieren. Dann, warum überhaupt Automatisierung in der Cloud? Was es dazu braucht? Wie sieht zum Beispiel ein Lebenszyklus einer virtuellen Maschine aus? Und da wir Puppet einsetzen, wird es da auch ein kurzes Beispiel geben, wie der Puppet-Aufbau ausschaut und am Schluss, wie es für den Administrator aussehen könnte. Zu uns, wir wurden vor mittlerweile gut 9 Jahren gegründet und bewegen uns seit der Gründung im Open-Source-Umfeld und im Virtualisierungsumfeld. Heute das Ganze natürlich unter Cloud Computing. Und hier unterstützen wir vor allem PaaS, also Platform as a Service, wo wir ganze Software-Stacks zur Verfügung stellen. Oder nachher auch nackte virtuelle Maschinen, was wir dann unter Infrastructure as a Service verkaufen. Zielpublikum von uns ist eigentlich der typische KMU, der selber die IT via seinem IT-Partner auslagern möchte. Warum Cloud-Automatisierung? Also es ist eigentlich klar, die Kosten, die steigen immer stärker an. Also je mehr Mitarbeiter das man hat, umso stärker steigen auch die Kosten an. Also es ist eigentlich das Ziel, dass man eigentlich mit einem möglichst gleichbleibenden Mitarbeiterstamm mehr Maschinen, mehr Kunden bedienen kann. Neue Server sollten letztendlich möglichst automatisiert aufgesetzt werden. Das hat auch den Vorteil, dass man sie eigentlich gleich aufbauen muss. Also ich möchte nicht irgendwie MySQL einmal mit 256 Mega RAM aufbauen, ein anderes Mal mit 512, nur weil ich es vergessen habe, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich möchte natürlich diese Server auch möglichst per Knopfdruck verkaufen können. Also der Kunde bestellt oder der Kunde droht mit Bestellung und wir sind noch nicht ganz so weit, dass der Kunde es selber machen kann, aber unsere Mitarbeiter, die sollen dann möglichst per Knopfdruck ein neues System gemäß den Anforderungen der Kunden aufbauen, installieren und den Kunden übergeben. Last but not least wollen wir auch die neu aufgesetzten Server automatisch in der Monitoring-Landschaft eingebunden haben, so dass wir eigentlich sehen, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht. Was braucht es jetzt dazu? Also auf der einen Seite brauchen wir eine Virtualisierungsumgebung. In unserem Fall ist es die Stony Cloud. Aber es könnte jetzt auch VMware sein oder Red Hat, OpenStack, was man sich dort auch wünschen möchte. Als Konfigurationsmanagementsystem kommt bei uns Puppet zum Einsatz. Eine Alternative dazu wäre auch Chef gewesen, etwas jüngeres Projekt, etwas moderner aufgebaut, dafür noch weniger Dokumentation, noch nicht ganz so stabil. Im Monitoring-Bereich setzen wir klar auf Zabbix, da diese Software letztendlich mandantenfähig ist und eine schöne API hat, um sie anzusprechen. Im Hintergrund passiert sehr, sehr viel über unsere Glue-Software, also letztendlich mit Perl führen wir eigentlich die verschiedenen Dienste zusammen. Hallo. Okay. Also, warum die Stony Cloud? Also einer der wichtigsten Aspekte ist, die Cloud baut auf Open Source Komponenten auf, ist skalierbar, horizontal, also sprich, man kann mit 0815 Servern, heute x86 Servern, kann man einerseits auf der VM-Node-Ebene skalieren, andererseits aber auch im Speicherbereich. Dort auch locker mit SSDs oder letztendlich auch mit üblichen SAS oder SATA-Disks. Es gibt ein Webinterface, was heute ein sehr wichtiger Aspekt ist, vor allem im Bereich Self-Servicing.
Die zwei interessantesten Punkte für uns jetzt in diesem Vortrag ist Lean Provisioning. Auch darauf komme ich dann noch kurz zu sprechen. Und die Cloud selber ist erweiterbar. Also mit Open Source Mitteln, ich kann Drittparteien diese Software erweitern lassen. Jetzt das Lean Provisioning, das ist das Block Streaming und Linux mit KVM. Also wir nutzen als Virtualisierungssoftware KVM. Und in den letzten Versionen, die Sie veröffentlicht haben, gibt es das sogenannte Block Streaming. Das heißt, ich habe irgendwo am Anfang eine Disk, das ist zum Beispiel mein VM-Template. Und ich kann jetzt quasi eine neue VM starten. Also ich mache dann ein sogenanntes Block Device. Und dieses Block-Device kann ich dann schon booten, obwohl eigentlich noch gar keine Daten dupliziert worden sind. Und diese VM holt sich dann die Informationen vom Original-Device und streamt sie dann schön nach vorne. Je nach Performance ist dieser Vorgang dann nach 5 bis 10 Minuten abgeschlossen. Aber die VM läuft schon. Ganz kurz zur Architektur. Die Cloud selber ist einem Storage-Bereich unterteilt, der auf GlassRFS aufgebaut ist. Ich kann horizontal skalieren. Und dann haben wir im VM-Bereich einzelne VM-Nodes, die je mit 256 GB RAM ausgestattet sind, möglichst viel CPU-Leistung haben. Und auch hier wieder, wenn ich zu wenig Rechenleistung habe, füge ich eine neue VM hinzu. Eine neue Node hinzu, Entschuldigung. Dann Puppet. Ein Konfigurationsmanagement, gerade jetzt wie Puppet, gibt mir eigentlich die Möglichkeit, in einer Hochsprache zu definieren, wie der Endzustand einer virtuellen Maschine oder einer physikalischen Maschine ausschauen soll. Das heißt letztendlich, ich kann sagen, das soll ein Webserver sein, hier drauf soll noch SSH laufen und der Webserver heißt tombstone.ch oder wie auch immer. Das macht es eigentlich sehr einfach, dass man heute eigentlich einen Server beschreiben kann und nicht mehr von Hand installieren kann. Und wenn ich dann irgendwo zum Beispiel wechseln möchte von Red Hat nach CentOS oder von CentOS nach Debian, ist der Aufwand für eine solche Migration viel kleiner, weil der Webserver selber, der funktioniert auf allen drei Linux-Derivaten genau gleich. Was ein weiterer Vorteil ist, ich kann mit einem externen Node Classifier kann ich die Informationen in einer beliebigen Datenbank ablegen. In unserem Fall ist es jetzt ein OpenLDAP-Verzeichnis, das dann auch von der Stony Cloud selber beschrieben wird. Der External Node Classifier, der Vorteil davon ist, ich kann wirklich auch eine gewisse Business-Logik reinlegen. Also Puppet selber ist sonst filebasiert. Es hat zwar heute auch ein simples LDAP-Backend, aber in diesem Fall muss ich alles in einem Leaf drin haben. Mit dem eigenen erstellten External Node Classifier, in diesem Fall Perl, kann ich die Informationen an verschiedenen Orten zusammensuchen. Das heißt, es ist eigentlich egal, wo und wie ich diese Informationen ablege. Zabbix, also wir sind zwar im Linux- und Open-Source-Umfeld zu Hause, aber wir möchten auch Windows unterstützen können. Das war übrigens auch ein Grund für Puppet, da Puppet eigentlich Windows bereits sehr gut unterstützt. Im Zabbix-Umfeld genau dasselbe. Die zwei wichtigsten Faktoren hier war eben auch Multitenant-Fähigkeit. Also jeder Kunde, also jede Firma, die bei uns Kunde wird, sieht auch gleich in einem eigenen Panel drin, wie schaut die Information aus. Der zweite wichtige Punkt ist die JSON-RPC-Schnittstelle, die es mich ermöglicht, neue Server aufzunehmen oder gelöschte Server wieder zu entfernen. Zum Lifecycle, also das ist eigentlich ein relativ komplexes Gebilde, so eine Virtualisierungslösung. Wir konzentrieren uns jetzt eigentlich nur noch, wie komme ich von einem VM-Template zu meiner virtuellen Maschine mit meinem Software-Stack drauf.
Als erstes wählt der Administrator das Betriebssystem aus in ein Webinterface und sagt, ich möchte zum Beispiel einen Django Software Stack haben. Viel mehr muss er nicht machen. Ab dem Moment, wo er dann auf Speichern drückt, kommen die ganzen Informationen einerseits ins LDAP-Verzeichnis und gleichzeitig sind eigentlich indirekt DNS, DHCP-Server und das Configuration Management System Puppet sind bereits provisioniert, da diese alle das LDAP-Backend nutzen. Zabbix hingegen wird eben jetzt noch via XML-RPC respektive JSON-RPC angesprochen. Erst jetzt fange ich eigentlich mit der Provisionierung der VM an. Diese wird quasi, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Lean Provisioning wird eben diese Datei erstellt und ich boote. Mit diesem Boot-Prozess hole ich zuerst vom DHCP-Server meinen Namen und die IP-Adresse, weil den Namen benötige ich später dann für das Puppet. Und sobald ich gestartet habe, wird der Puppet-Client das erste Mal ausgeführt. Dieser Puppet-Client sieht, ich heiße Server 1, fragt den bereits vorkonfigurierten Puppet-Server ab und sagt, hallo, ich bin der Server 1 und bekommt dementsprechend die Software ausgeliefert. Respektive Puppet bekommt mit, ich sollte jetzt also Django installieren und weiß, ich muss jetzt Nginx, Apache oder was auch immer als Webserver installieren und nachher das Django Framework oben drauf tun. Puppet selber ist im klassischen Fall, arbeitet mit Environments. In diesem Fall haben wir drei verschiedene Environments, nämlich Production, Testing und Development. Weil letztendlich möchte ja jeder seine Konfiguration vorgängig testen. Dann gibt es Module, also in unserem Fall wäre Django wäre ein Modul und unterhalb vom Django-Modul gibt es dann diese PP-Skripte oder Anweisungen, die sagen, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Also ähnlich habe das Modul Django. Dann habe ich innerhalb von Django kann ich mehrere Pakete haben. Also hier sage ich eigentlich letztendlich dem Betriebssystem, was soll installiert werden. Und in diesem Fall ist ganz klar, nach einem Puppet Run soll das Paket Django vorhanden sein. Dann kann ich noch mit den Parametern kann ich auch Abhängigkeiten anbauen. Also in unserem Fall hier gibt es einfach eine Abhängigkeit. Ich verlange, dass das Betriebssystem Gentoo sein muss. Ich könnte jetzt aber hier noch weitere Sachen reintun. Ich könnte jetzt dort auch Windows reintun und dann käme statt ein Apache oder ein Nginx, käme dort halt ein IIS, der installiert werden würde. Und dann wird es relativ low level. Also mit der Site, da kann ich effektiv pro Installation kann ich sagen, welche Benutzer-Permissions habe ich, unter welchem Benutzer soll das Ganze laufen, die Directory-Rechte kann ich angeben, aber ich kann letztendlich auch Scripts angeben, die abhängig sind vom Namen. Dann das versprochene Beispiel. Ich habe zuerst noch gedacht, wir hätten etwas mehr Zeit, dann hätte ich hier die Demo gemacht, aber in the end of the day, aus dem Sichtadministrator wähle ich, wie ich erwähnt, wähle ich das Betriebssystem aus. Anhand vom Betriebssystem erhalte ich eine Auswahl der Software, die überhaupt auf diesem Betriebssystem konfiguriert ist. Dann kann ich noch sagen, was ich, wie groß die VM sein soll, diverse Parameter. Und ab dem Moment, in dem ich hier auf Save drücke, kommen wir eigentlich zum Schritt 2 von der vorherigen Folie, wo die Daten effektiv ins LDAP geschrieben werden und der ganze Prozess wird angestoßen. Im Proof of Concept kann man dann bereits auf einem Webbrowser die IP-Adresse respektive der Servername des neu erstellten Hosts eingeben und nach ca. 4,5 Minuten
ist dann diese Maschine komplett deployed. Also das Betriebssystem ist installiert und konfiguriert und der gesamte Software-Stack ist so weit konfiguriert, dass jetzt zusätzlich Software durch den Kunden selber deployed werden könnte. Jo, das wäre es in etwa. Also wenn Sie jetzt Fragen haben, feel free. Wir haben schon Zeit für ein, zwei Fragen. Wem darf ich das Wort geben? Wie hoch skalierbar ist das? Also produktiv im Einsatz haben wir es beim Kunden, da sind jetzt 500 verschiedene Nodes im Einsatz und das ist mit einer Single-Instanz, also dass alles auf demselben Server drauf läuft. Aber wirklich skalierbar ist es bis getestet gemäß Webseite bei Puppet Enterprise Lab selber ist bei 20.000 bis 30.000 Systemen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie häufig dass Sie das System aktualisieren wollen.